So, da bin ich wieder. Und wir machen heute, ich denke, wir machen heute, ich versuch's zumindest, das perfekte Verbrechen aufzulösen. Dürfte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie sich in Drescher umsehen, Sir? Dort wird eine gewisse Opernmusik gespielt und leider wissen wir ja, welche Gräueltaten das nach sich zieht. Genau, das möchte ich nämlich herausfinden, welche Gräueltaten das nach sich zieht. Ist mein Auto hier irgendwo? Gut, dann wollen wir mal. Vielleicht finde ich unterwegs ja ein paar Riddler-Dinger. Vielleicht mache ich auch irgendwann so ein super Video, wo ich alle Riddler-Trophäen dann zusammenschneide, die ich bisher gefunden habe. Huch, nein, bleib drin. Stopp, stopp. Ich will aber gar nicht gegen den kämpfen. Boah, hier kommen ganz viele. Was ist denn hier los? Ist das jetzt meine Aufgabe hier? Ist das jetzt gerade irgendwie eine Mission? Scheinbar ja. Signal wird schwächer. Ich muss den Wagen verfolgen. Wie ich solche Aufgaben liebe mit dem Batmobil. Ich versuch's mal ganz kurz. Ich lasse mich immer leicht ablenken. Es tut mir leid. Aber danach geht's dann gleich los mit den. Ne? Sehr gut. Takedown. So, den kriege ich auch noch. Huch. Die schießen hier ganz gemein auf mich. Lass das. Los, den muss ich ja kriegen. Wupp. Einen habe ich noch. Ich glaube, ich habe ihn. Nee, der steht noch. Mist. Komm schon. Ich werde beschossen. Oh, komm, wie haltbar ist denn das Gerät? Das Fahrzeug, meine ich. Oh, nee, komm. Oh, was ist das denn? Das ist doch nervig. Komm, hopp. So, genau, hier rum. Danke, danke, danke. Was? Nein, 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 der darf nicht weg. Wo fährt der denn bitte lang? Super. Ein weiterer Lieutenant der Miliz ist aus dem Rennen. Ja, das sind tatsächlich auch Aufgaben, die ich noch machen muss, aber das will ich jetzt eigentlich nicht tun. Wie gesagt, ich wollte mir heute die Leichen angucken. Endlich mal. Deswegen mache ich das jetzt auch. Na, wo war's? Ach, hier unten. So, was sagt mein Chat? Was halte ich von Minecraft? Nee. Mag ich nicht. Mag Minecraft gar nicht. Ich finde Minecraft zwar von der Idee her cool und ich verstehe auch, warum viele Leute das spielen, aber mir macht es kaum Spaß. Weil ich wenig kreativ bin, zum einen, und weil dieser Look mir überhaupt nicht gefällt, dieses Viereckige. Hier kommt schon wieder irgendein Auto. Da ist ein. Okay, da sind Riddler-Typen drin. Du hast mich zufällig im Verlauf unter Kronk gefunden. Ja, das verstehe. Ja, weil ich Kronk in meinen Titel geschrieben habe, mal wieder, weil der heute streamt. Und dann denke ich mir immer, wenn ich auch freitags streame, bin ich sowas wie sein Konkurrent. Sein härtester. Bleib stehen, ich will dich. Ich will den Riddler-Typen eigentlich. Oh ne, das schaffe ich nicht, wenn ich hier gerade runterfalle. Aber eigentlich schummel ich damit ein bisschen, wenn ich sage, wenn ich Kronk in meinen Titel schreibe. Sollte ich nicht machen, ich weiß, aber dadurch kriege ich neue Zuschauer. Komm, ich schnapp mir die jetzt auch noch. So, wie kriege ich die jetzt?
Wie kann ich euch jetzt verhören? Ich würde euch gern verhören. Hier ist er. Warum schleppen wir die ganzen Zivilisten mit? Der Rätseltyp, der Brite. Was von... Riddler, rede, solange du noch kannst. Ich sag dir alles, was ich weiß. Muss reichen. Ey, das Kreuz wollte ich immer mal spielen. Jetzt habe ich mich selber überfahren. Elder Scrolls finde ich cool. Ich spiele aber lieber Fallout. Ist ja das im Prinzip dasselbe. Aber ich bin mehr der Fallout-Fan von Elder Scrolls. Ich spiele aber dafür Witcher 3, komischerweise. So, jetzt schnappe ich mir endlich die Leiche. So, hier waren wir schon mal. Und ich hatte die Leiche das letzte Mal nicht gefunden. Ich muss jetzt hier mal genau alles absuchen. Und leise sein, damit ich Musik höre. Genau, Mario Party hatte ich schon ein paar Mal zusammengespielt mit Tille. Und noch mit einem anderen Mod von mir, Coca-Cookie. Aber, naja, das ist das Einzige, was ein bisschen Spaß gemacht hat. Also ich höre ja keine Musik. Der hat ja gesagt, hier wird Musik gespielt, weißt du? Und hier oben ist ja auch... Aber ich höre nichts. Wenn Batman hier durchkommt, ist er tot. Vielleicht unten? Guck mal, da ist 18 Meter. Hier vor mir 10, 15, 5 Meter. Das sind die 5 Meter jetzt. Vielleicht hier unten irgendwo. Sicher, dass es Firefly ist? Ich könnte schwören, dass es in Gotham auch einen Feuer... Hopp. Vielleicht hier irgendwo, weißt du, im Turm. Wo kann die Leiche sein? Ich müsste, wie gesagt, ja auch Musik hören. Aber die ist nicht ganz oben auf dem Turm, das ist Quatsch. Ja, ja, klar, ist arg ähnlich wie Witcher 3. Ich hatte es auch schon mal angefangen. Och, halt die Klappe. Doch, habe ich. Definitiv habe ich Besseres zu tun, als mich um deine blöden Rätsel zu kümmern. Ja, genau. Ich habe es auch schon mal angefangen, Elder Scrolls. Und es macht auch Spaß, auf alle Fälle. Ich habe es bloß nie weitergeführt. Vielleicht streame ich es irgendwann mal von vorne. Habe ich ja bei Fallout auch nochmal gemacht, dass ich es von vorne nochmal angefangen habe und immer mal Fallout spiele im Stream. Ohne, dass ich das als Let's Play spiele, einfach so im Stream halt. Keine Ahnung, wo die blöde Leiche sein soll. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Komme ich hier denn irgendwie rein? Ich kann hier klettern, sagt er. Hier drunter, vielleicht ist hier im Gebäude. Das wird in die Geschichte eingehen. Warte mal, ich guck mir nochmal kurz die Mission an. Umsehen, Sir? Dort wird eine gewisse Opernmusik gespielt und leider wissen wir ja, welche Gräueltaten das nach sich zieht. Vielleicht ist das hier nur so ein ungefährer Hinweis. Au! Was? Seid ihr doof? Idioten! Alter, natürlich. Batmobil-Unterstützung, komm, schieß ihn ab. Danke. Oh, nee, da kommt schon wieder so ein blöder Panzerwagen. Oh, nuts. The Forest habe ich vorhin schon gespielt. Forest mache ich. Das ist kein Problem. Ich weiß, dass das ist wie Minecraft im Prinzip, aber das hat wenigstens gute Grafik. Ich finde diese blöde Leiche nicht. Ich will unbedingt Two-Face aus der Nähe. Aber ich höre auch nichts. Ob ich wohl ein Foto von ihm machen darf? Ich müsste ja irgendwo die Musik hören. Opernmusik. Wenn die hier wäre. Ich habe ja letztens auch irgendwo anders eine gefunden, aber... Sie hat für den Joker gearbeitet. Sagt, sie könnte eventuell aufkommen. Ist sie vielleicht hier irgendwo am Gebäude dran? Vielleicht hier unten oder so? Hier bin ich, glaube ich, mal mit dem Batmobil hochgefahren. Und
ich wenigstens die Musik hören würde. Stimmt, hier war eine Mission damals. Das stimmt nicht, das kann nicht stimmen. Chapman hat Wache im Asylum gehalten, es ist wahr. Der Knight hat Batman geholfen? Er hat ihn gerettet? Was sollte die Besatzung dann? Alles nur eine Lüge? So war's. Der Knight ist ein guter Mensch. Mist, Mist, Mist. Auch Koop. Deswegen ist es das perfekte Verbrechen, weil es keine Leiche gibt. So gibt es keine Verbrechen. Mein YouTube-Kanal heißt genauso wie ich hier, Let's Seep. Den Link findest du unter dem Stream hier. Musst du mal schauen. Es regt mich gerade auf. Wo könnte diese blöde Leiche sein? Ja, perfektes Verbrechen, Koker. Aber die hängt doch immer rum. Ich gehe nochmal nach oben. Es kann ja nicht sein, dass hier das Symbol ist. Und er sagt, hier müsste es sein. Vielleicht ist es ein Bug im Spiel. Weil ich müsste ja hier wenigstens die Musik hören. Ist das ein stadtweites Kunstfestival oder was? Ganz schön prätentiös, wenn du mich fragst. Weißt du was, dann mach mal die Milizaufgaben jetzt weiter, weil die hatte ich jetzt angefangen. Und vielleicht komme ich aus Versehen irgendwo mal an der Leiche vorbei. Ich will jetzt meine Zeit hier auch nicht sinnlos verbringen. Die Koordinaten eines Milizpanzerwagens. Wenn die glauben, die Straßen gehörten ihnen, nähern sie. Dann kümmere ich mich jetzt darum. Da hinten ist einer. Den kriege ich. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wir hätten nach dem Angriff auf das GCPD verschwinden sollen. Das wäre das Beste gewesen. Ist Koka online? War du gerade oder da? Alter, jetzt hängt's gerade. Das war gerade böse. So, hier bin ich. Wie funktioniert das? So. Okay. Also theoretisch müsste hier... Guck, hier ist das Symbol tatsächlich wieder. Und hier ist es auch. Vielleicht sollte ich erst die anderen Leichen versuchen. Tut mir leid, habe ich dir gerade zu dir Koka gesagt? Das wollte ich nicht. Wieso habe ich jetzt eigentlich Ego-Perspektive? Wie mache ich das weg? Ich weiß es gerade nicht. Nein, so schieße ich mich raus. Das war falsch. Sorry. Man merkt, dass ich das Spiel eine Weile nicht gespielt habe. Ah, so, jetzt habe ich es wieder. Genau, Straße der Typen. Ich sende Ihnen die Koordinaten des Milizpanzerwagens. Wenn die glauben, die Straße gehört Ihnen, nehmen Sie. So, dann wollen wir dich mal schnappen. Bam. Nummer 1. Komm schon. Nummer 2. Und Nummer 3. Ach Mist, ich dachte dreimal reicht. Vielleicht viermal? Nein, fünfmal? Ach, da oben ist die Lebensanzeige. Okay, jetzt sehe ich's. Jetzt habe ich ihn. Seitwärtsschlag. Geschafft, easy. Jetzt hat wieder einen Lieutenant weniger. Das ist gar nicht so schwierig, die Aufgabe. Ich muss die bloß immer gut schnell abschießen. Dann kann ich das innerhalb von wenigen Minuten sogar abschließen, die ganze Mission. Probieren wir es, oder? Ach nee, geht gerade nicht weiter. Geht gerade leider nicht weiter. Tut mir leid. Dann würde ich vorschlagen, ich mache die Leichenmission weiter, aber ich suche mir jetzt selber den Typen aus. Und zwar gehen wir... Warte. Zurück. Selber suche ich mir jetzt die Leichen. Und zwar haben wir hier eine. Da fahren wir hin. Nicht identifizierte, verstümmelte Leiche. Wie kann ich da hin? Ich würde gern... Genau, eine Wegmarke setzen. Das würde ich gerne. Ah, jetzt macht er. Gut, da wollen wir hin. Was meinst du, es könnte einen zweiten Batman geben? Wie viele gibt's denn? Oh, verdammt, das darf doch nicht wahr sein. Ach ja, spielst Life is Strange auf YouTube. Drüben raus bis Sonntagabend. Hau rein! Vielen Dank für dein Abo. Freut mich.
Bis zum Dat Name. Er ist an uns dran! Ich kann ihm nicht entkommen! Komm schon, schüttel ihn ab! Was ist besser als Let's Eat? Der Name von Koka? Ne, von wem? Von HD Gamer? Ich weiß es nicht. Von dem gerade redet Armin. Er hat einen verdammten Panzer! Oh Gott, was macht er da? Was macht er da? Nein, ich will nicht diese Mission machen. Ich will zu meinem Symbol da hinten fahren. Danke. Tille findet alles besser als mich. Traurig, aber wahr. Oh Mist, er steht uns her! So. Hier sehe ich auch die Leiche sofort. Hopp. Zu weit. Das ist definitiv besser. Alfred, ich habe ein viertes Opfer gefunden. Fürchterlich, Master Bruce. Wir können nur hoffen, dass uns das Opfer Aufschluss über die Identität des Killers gibt. Schauen wir mal. Achso, nee, so. Ich finde es immer lustig, wie die keinen Geschlechtsteil haben. Aber das fällt Batman scheinbar nicht auf, sondern immer nur mir. Hier haben wir was. Diese spezielle Art von Pigmentveränderung der Haut weist auf eine chemische Verbrennung hin. Vermutlich eine Substanz auf Chlorbasis. Danke, Adele. Hau rein. Ach, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt, sorry. eins weiter nach unten. Gucken wir mal, was der noch hat. Hier hat er irgendwas in der Schulter. Nadei. Nach einer Trachial-OP zur Beseitigung eines Krebsgeschwürs wurde dem Opfer eine Stimmprothese eingesetzt. Sehr gut, eine Stimmprothese. Der kann nicht sprechen, der arme Mensch. Und was hat er noch? Irgendwas am Knochen wieder? Hier am Finger. Das Opfer hatte einen seltenen genetischen Defekt. 6 Finger an einer Hand. Ach so, 6 Finger an einer Hand? Das ist wirklich merkwürdig. Allison Weirs. Sie war Ingenieurin für Ace Chemicals. Das erklärt auch viele ihrer Krankheiten. Vor ein paar Jahren zog sie dann in ein Altersheim in Bloodhaven. Direkt neben dem Heim befindet sich ein großer Park. Hast du irgendwas entdeckt, was die Opfer verbindet? Ich kann keine persönliche oder berufliche Verbindung zwischen den Opfern ausmachen, aber jedes verschwand in der Nähe eines Parks oder Sportplatzes. Finde heraus, ob irgendetwas diese Orte verbindet. Sehr wohl, ich kümmere mich drum. Naja, das wäre ein bisschen weit hergeholt, oder? Wenn die Verbindung darin bestehen würde, wo die Opfer entführt worden sind. In der Nähe von einem Park oder von einem... Na, du weißt schon. Oh, da macht jemand Werbung für sich, dass er Batman live spielt. Geht bitte alle zu ihm und guckt bei ihm Batman. Hier ist ja nicht so, dass ich auch gerade Batman spiele. Da geht High-Five wohl nicht mehr. So, dann mache ich jetzt die nächste Mission, oder? Geht das denn? Müsste ja eigentlich. Hoffentlich. Nicht, dass ich jetzt hier doch geht. Dürfte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie sich in Thrasher umsehen sollen? Ist aber wieder genau dasselbe wie eben. Wir gucken noch mal. Ich erlaube mir noch mal einen Blick. Weißt du, eben hat man hier ja auch die Opernmusik gehört. Also muss es doch möglich sein, hier auch was zu hören. Noch ein Stück. Wo? Ach nee, das ist wieder da oben. Da oben ist nichts. Vielleicht hier unten? Sein Stream muss ja langweilig sein, wenn er während des Streams in andere Streams geht, um Werbung zu machen. Ja, ne? Irgendwie schon, es tut mir auch ein bisschen leid. Aber der geht vermutlich gerade in jeden Batman-Stream rein und macht Werbung dafür, dass er auch Batman-Stream macht. Das ist aber irgendwie lächerlich, oder? Also nicht, ja. Ich wusste, dass das keine gute Idee war. Jetzt haben wir so einen irren Auftragsmörder im Nacken. Also hier ist nichts, hier ist nichts. Ich höre keine Musik, da oben ist keine Leiche. Hier ist nichts. Auch im Gebäude nicht, oder? Hab eins dieser Fragezeichenspielchen gespielt, die sie hier haben. Ganz witzig, hab's aber nicht geknackt. Da wollte einer ein Riddler-Rätsel lösen. Ha, Noob. Ach ja.
Hätte mich nicht gewundert, wenn es ihn getötet hätte, weil er nicht Batman ist. Das wäre cool, wenn ich Rätsel finden würde, die schon gelöst sind hier. Da kann ich aber gar nichts dann dafür, wenn das nicht da ist. Hier ist nichts. Der Ofen vielleicht. Nee. Ich sage, dass es ein Bug ist. Oder ich bin blind. Gut, dann mach mal was anderes. Dann guck ich mal. Haben wir noch irgendwo eine andere Leiche, die ich schon aufgedeckt habe vielleicht? Nee, ich glaube, an der einen bin ich nur zufällig mal vorbeigefunden. Deswegen wurde die mir aufgedeckt. Das ist doch doof. Das heißt, ich kann die Mission nicht abschließen, wenn ich die hier nicht finde. Das macht mich ein bisschen traurig. Die Leiche in der Wand einbetoniert. Ich werde mir jetzt nochmal die Zeit nehmen und nochmal alles absuchen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber es muss ja hier irgendwo sein. Es kann ja nicht... Weißt du, es wird ja hier angezeigt. Oder ich google einfach mal, ob das ein Fehler ist. Vielleicht komme ich hier aber auch rein, weißt du? Och, halt die Klappe. Batman, ich habe zu der laufenden Neugestaltung von Founders Island beigetragen, durch das Hochfeld mit Rätseln. Wenn du stirbst, während du versuchst, sie zu lösen, werde ich der Stadt gestatten, sie zu öffentlichen Ausstellungsstücken zu machen. Weißt du, hier steht ja immer noch mal 5 Meter. Ist sie vielleicht hier unter mir, tatsächlich? Wie komme ich da rein? Vielleicht muss ich doch dieses Gebäude hoch. Komme ich hier rein? Aber wer ist der Nightwing? Und Robin? Ich wette, das ist derselbe Typ. Naja, fast. Nein, nein, das wollte ich nicht. Aber weißt du wie? Ich glaube, das ist da unter dem Fußboden. Aber da müsste ich... Geht weg. Weil da ja immer noch mal 5 Meter steht. Keine Ahnung, wie das Haus noch stehen kann. Wir haben ihm die volle Breite. Nee, es geht nicht. Da ist nichts. Hier ist kein Eingang. Hier muss irgendwo ein Eingang sein. Ich bitte euch. Das hier gibt's. Hier kann man rein. Ich finde also diese Fragezeichenstatue und denke noch, cool, ein kleines Gotham-Souvenir. Das Ding hat mich fast gekrallt, als ich es angefasst habe. Siehst du? Die Fragezeichen töten Fremde, wenn sie nicht Batman sind. Das ist ja cool. Weil da so ein Gitter ist, weißt du? Ich denke halt. Aber dann würde ich die das hier ist sehen. Gut, dass Ivy tot ist. Sie war auf keiner Seite außer ihrer eigenen. Nee, da ist echt nichts. Da ist auch nichts drunter. Ich hätte ja gedacht, dass es hier im Fußboden ist, aber da ist nichts. Wayne, den haben wir also die ganze Nacht gejagt? Das war eine andere Leiche. Die hatte ich rein zufällig mal gefunden, deswegen war die auf der Karte. Aber um die Mission zu spielen, muss man sich halt immer von Alfred dahin schicken lassen. Oder die per Zufall finden die Leichen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo hier die Leiche sein soll. Und wenn ich die hier nicht finde, finde ich auch die nächste nicht. Das heißt, ich kriege die Mission nicht hin. Kannst du nirgendwo was aufsprengen? Nee, ich mach mal so hier. Aber das bringt mir auch nichts. Es ist... Ich glaube, das ist auf der Karte einfach falsch angezeigt wird. Das glaube ich tatsächlich. Weil... Selbst wenn ich jetzt... Ich habe jetzt diese Sichtweise an. Und dann müsste ich eigentlich... die Leiche auch sehen. Hier sind überall Gegner. Bruce Wayne den Arsch versohlen lassen? Zeit für einen Jobwechsel. Also hier ist wirklich nichts. Vielleicht wenn ich im Auto sitze, vielleicht höre ich da was. Nee, das glaube ich zwar auch nicht, aber... Kein Geld, keine Jobs mehr und kein Ausweg aus dieser verdammten Stadt, solange dieser Auftragsmörder den Abzug verzögert. Wir sind geliefert. Es ist komisch. Oder schau halt doch mal in Google. Ja, werde ich mal machen. Das mache ich aber nicht jetzt. Vielleicht ist es wirklich ein Fehler, weil das wundert mich.
Normalerweise wird man direkt hingeführt. Dann jage ich mal das nächste Auto. Da ist doch schon wieder eins. Oder? War das eins? Sieht so aus. Hast du Batmans Panzer gesehen? Dieses Ding ist tausendmal moderner als alles, was die Spezialeinheiten haben. Komm her. Nee, ist ein normales Auto, oder? Ist nur ein normales Auto. Ich glaube, den kann ich in Ruhe lassen. Da ist einer. So einen muss ich verfolgen wieder. Ran. Oh, jetzt habe ich hier aber einige vor mir. So, hopp, und... Oh, der ist ganz schön stark hier vor mir. Der hält ziemlich viel aus, muss ich sagen. Den habe ich. Das war aber nur einer von den Hintermännern. Bam. Wo ist der? Und da. Alter, der hat drei Fahrzeuge, die ihn beschützen. Komm schon. Oh nein, das war falsch. Das war leider. Ups. Oh, da kommen noch mehr Fahrzeuge. Das gibt's doch gar nicht. Der hat vier Autos? Das war ich nicht. Keine Ahnung, warum der jetzt gestorben ist. Der ist irgendwo gegen gefahren. Ist in Ordnung. Den habe ich auch gleich. Yep, die Karre ist weg. Spielst du eine Xbox? Ich spiele keine Xbox. Ich spiele am PC. Ich spiele nur PC. Ab und zu mal Wii. PlayStation 3 habe ich auch, aber da habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Seit ich PC spiele, spiele ich eigentlich keine Konsole mehr. Komm schon, ich krieg dich. Lebe wohl. Oh, ich muss meinen. Warte mal, ich höre schon wieder Opernmusik. Jetzt höre ich gerade welche. Waren wir hier vorn? Warte mal. Nee, falsch. Ist es. Nee, nee. Hier höre ich Opernmusik tatsächlich. Irgendwo von hier kommt sie. Was machen wir, wenn Scarecrow uns nicht bezahlt? Ein Bagatellverfahren einleiten? Warte mal. Wo kommt es her? Da vom Friedhof? Hätte ich gewusst, dass es Wayne ist, hätte ich nie mitgemacht. Mit jemandem, der so reich ist, legt man sich besser nicht an. Nee, hier hat's wieder aufgehört. Es muss irgendwo hier sein. Ah, ich seh's. Detective steht da drauf. Okay, dann wollen wir mal gucken. Da habe ich wieder... Mit dem Controller, ja. Ich spiele tatsächlich mit dem PlayStation 3 Controller hier. Ich habe ein fünftes Opfer gefunden. Das hatte ich befürchtet. Okay, wunderbar. Dann habe ich... Ist das der vielleicht, den ich vorhin gesucht habe? Weil hier der in der Nähe ist ja der... Da ist ja der Turm. Hier, nee, wo ist denn? Hier ist der Turm. Tatsächlich ist das ja in der Nähe von dem Turm. Vielleicht ist das die Leiche.
Okay, was haben wir hier? Brustwarze, kein Gest... hier haben wir wieder was. Nein, zurück. Das war falsch. So muss ich machen. Diese Wunde ist relativ frisch und wurde zugefügt, als das Opfer noch lebte. Die Abschürfungen auf den Hautschichten belegen, dass ein Tattoo brutal entfernt wurde. Brutal. Also jemand hat da ein Tattoo abgerieben? Kann man das? Ist ja eklig. Was haben wir hier? Eine Bohne. Der hat eine Bohne im Bauch. Muskel steht da. Diese Narbe deutet darauf hin, dass dem Opfer eine Niere operativ entfernt wurde. Ah, eine Niere wurde ihm operativ entfernt. Und was haben wir noch? Was im Schädel? Das habe ich gleich schon gerade gesehen. Eine Platte aus Tantal, eingesetzt, um einen Schädelbruch zu behandeln. Die Verletzung stammt wohl aus einem Boxkampf. Auch die Schwielen auf den Knöcheln lassen darauf schließen, dass es sich um eine professionelle Boxerin handelt. Alfred, das Opfer heißt Ella Montgomery. Es scheint, sie hat ihre Niere einer Zwillingsschwester gespendet, die leider verstarb. Danach verfolgte sie ihre Karriere als Boxerin, wobei sie sich die Schädelverletzung zuzog. Sie verschwand in Huntsville, Alabama. Stimmen die Details dieses Falles mit den anderen überein? Das tun sie, Sir. Zudem hat der Abgleich der Parks und Sportplätze Ergebnisse zutage gefördert. Ich habe einige Mietdokumente entdeckt, die offenbar gefälscht wurden. Jemand versucht, seine Spuren zu verdecken. Finde heraus, was du kannst, Alfred. Wir konnten diese Morde nicht verhindern, doch der Mörder wird nicht aufhören. Andere können wir noch retten. Versuchen wir es. Jetzt haben wir ja wieder eine gute Spur. Dieses Auto hier. Wie, was? Habe ich irgendwas verpasst? War das schon die ganze Zeit da? Ich habe vorhin eine an die Wand gekettete Leiche gesehen. Diese Stadt ist im Gas besser dran. Okay. Tatsächlich haben wir hier die nächste Spur gefunden und wir nähern uns dem Mörder. Hoffentlich. Also wir haben ja jetzt schon einige Spuren. Ich bin besonders, weil ich einen PS3-Controller benutze. Tatsächlich bin ich das, ja, Tille. Nee, warum soll ich mir extra einen Xbox-Controller erst kaufen, wenn ich einen PS3-Controller habe? Und wenn es mit dem richtigen Programm einfach gut, super funktioniert. So, dann mache ich die nächste Leichenmission hoffentlich. Oder schickt er mich jetzt wieder auf den Turm? Du machst dich aus. Er entführt Menschen und verstümmelt ihre Leichen. Nein. Ich muss diesen Killer finden, Alfred. Seine Vorliebe für die Oper könnte eine Spur sein. Tatsächlich war das wirklich die Leiche hier für den Turm. Entweder gibt das wirklich nur so die ungefähre Richtung an, oder es war ein Fehler. Das Auto. Ich bin das Batmobil. Batmobil. Das ist doof. Gut. Du dummes Auto. Ernsthaft. Ernsthaft. Wie dumm war das denn gerade? Wie lange habe ich noch vor zu streamen heute? Nicht mehr so lange, denke ich. Bis um 12 vielleicht oder halb 1. Habe ich jetzt nicht gerade die nächste Mission ausgewählt? Das Auto ist. Finde den Mörder, der überall in Gotham Leichen zur Schau stellt und halt ihn auf. Er entführt Menschen, beraubt sie ihrer Identität, tötet sie. Dieser Mann ist gestört, muss Einhalt geboten werden. Der Opernmusik zu folgen hat bisher stets Früchte getragen, Sir. Sie sollten damit fortfahren. Das heißt, die nächsten Leichen kann ich nur zufällig finden. Ach ja, schon. Habe ich hier schon wieder jemanden, dem ich folgen kann? Was ist das hier? Oh, ein Rätsel. Oh, ein Riddler-Rätsel. Wollen wir mal. Hallo, Exa. Grüße dich. Batman, yeah. Wie funktioniert das? Ah, okay, ich glaube, ich hab's. Da muss ich aber Batman sowohl als das Batmobil auch benutzen. Sowohl als auch. Anziehen? Ich schwör's, ich hab ihn gesehen, wie er aus der Mall rannte. Aber er war nicht mehr der Knight, sondern ein Wrack. Wie kriege ich denn das jetzt?
Hä? Warte mal. Es geht irgendwie. Ah, ich hab's. Okay, warte mal. Nee, da muss ich zuerst. Das hier oben dann. Das war falsch. So rum. Hoffentlich fällt das Ding runter. Ja. Okay, dort muss es rein. Jetzt müssen wir es tatsächlich. Warte, wie macht man das jetzt? Geht das, wenn ich hier jetzt einfach drauf schieße? Nee, es geht gar nicht. Ich wusste, dass das keine gute Idee war. Jetzt haben wir so einen irren Auftragsmörder im Nacken. Vielleicht zieht er den dann rüber. Warte, wenn er den jetzt fallen lässt hier oben. Du musst bloß anbleiben. Bleib an, bleib an. Ah, Mist, das hat nicht funktioniert. Wie soll denn das gehen? Wir hätten nach dem Angriff auf das GCPD verschwinden sollen. Das wäre das Beste gewesen. Auf Facebook poste ich nicht, wenn ich anfange zu streamen. Nur wenn ich was Besonderes spiele. Bei Life is Strange habe ich zum Beispiel auf Facebook gepostet, weil ich ein Live-Let's Play dazu gemacht hatte. Aber auf Twitter poste ich, wenn ich streame. Also da twitter ich. In der Regel. Und du kannst auch gerne einstellen, wenn ich eine E-Mail kriege, wenn ich anfange zu streamen, dass du eine E-Mail kriegst. Wie macht man das? Wie geht denn das? Also vielleicht so, erst das und dann das hier. Der muss ja irgendwie da durch, die blöde Kugel. Nein. Was denn jetzt? Ach nö. Ach, komm schon. Geht das auch so? Was denn jetzt schon wieder? Alter. Warum die überfahren mich einfach, anstatt mich anzugreifen? Fahren die einfach an mir vorbei? Nein. Ach, ich hasse das. Das regt mich jetzt schon wieder auf, dieses Rätsel. Rätsel von wegen. So, vielleicht wenn es richtig drüben ist. Vielleicht kann ich es jetzt quasi hoch. Und hier. Hoch. Wie viele verdammte Panzer hat er erledigt? Ich dachte, wir haben ihn. Seb, hast dumm Eik, was? Zum Glück ist das Rätsel leichter als ein Portal. Ja, schön wär's. Irgendwas mache ich falsch, oder? Das funktioniert nicht. Also eigentlich müsste die Maschine den Ball darüber ziehen. Hier, ich schieß hier. Weißt du? Und hier. Ah, jetzt haben wir's. Lass los. Gut, und jetzt kommt... Warte. Jetzt kommt die runter. Boah, das leckt total gerade. Ich weiß nicht, was heute los ist. Sonst ist es nicht so schlimm. Und jetzt die wieder. So, perfekt. Perfekt. Die Techniker meinen, irgendein genialer Hacker hätte ihm geholfen. War ja klar. So. Easy. Naja, es war okay. Es war nicht schwer, es war nur buggy. So, habe ich das. Sorry, Seb, hast du eigentlich Mordos Schatten schon fertig gespielt? Du bist gut, Exa. wie stelle ich sowas ein? Was stellst du ein? Achso, du musst unten... Ich weiß nicht, guckst du mit dem Tablet oder mit PC? Wenn du PC guckst, kannst du da, wo du mich followst, auf dem Herz draufklicken. Und da kannst du einstellen, ob du eine E-Mail kriegen willst, wenn ich anfange zu streamen. Das funktioniert auch in der Regel recht gut. Das wird niemals zu Ende spielen. Too High Skill oder was? Ich bin am Überlegen. Ihr könnt mir ja sagen, ob das eine gute Idee ist. Ich würde gern sowas wie Mordos Schatten und
Resident Evil Dinge, die ich noch zu Ende machen muss, würde ich gerne mal einen Stream-Abend machen, wirklich, wo ich nur dieses Spiel spiele, bis ich durch bin. Zum Beispiel bei Resident Evil würde sich das anbieten, weil ich da denke, bald durch bin tatsächlich. Weil ich habe ja früher, als ich angefangen habe mit Let's Playen und so, hier könnte ich direkt auch die nächste Aufgabe machen, nämlich diesen die Typen hier drin erledigen. Das machen wir mal. Habe ich ja immer nur 20-Minuten-Videos gemacht. Aber ich kann ja das im Stream eigentlich mal machen. Super Idee. Meinst du, reicht ein Abend? Mit dem Handy weiß ich nicht, wie du das machst mit der E-Mail. Das wird auch irgendwie gehen. Sicherlich auch mit Followen. Also da, wo du mir followen kannst, dass du das auch... Kann ich noch einen nachschauen? So. Ach, scheiße. Scheibenkleister. Hi. Hi. Guten Tag. Kontern, kontern, kontern. Ach, den hebe ich mir für den Schluss auf, den großen hier. Oh, ne, komm so nicht, Freundchen. Oh, jetzt leckt das wieder. Ich hab Lags, ich kann nichts dafür, dass ich so schlecht bin. Nimm das, du Muskelprotz. Besiegt. Überschrift, das zu Ende spielen der Spiele, die Sepp nie zu Ende spielen kann. Also bei Resident Evil wird es ja funktionieren. Geschafft, oder? Ja, das war ja auch quasi eine Mission. Muss ich hier jetzt noch irgendwas machen? Hier piept irgendwas. Ich wünschte, wir hätten für jeden Job so eine Ausrüstung. Damit geht es echt leichter. Checkpoint, irgendwas. Es leckt gerade echt tierisch, das Spiel. Ich weiß nicht. Ist mein PC warm? Es geht eigentlich. Komisch. Wieep, wieep. Erledigt. Am Ende müssen wir vermutlich dann gegen Deathstroke hier kämpfen, wenn ich diese Mission weiter verfolge. Aber die finde ich auch nicht so prickelnd. Ich finde diese ganzen Nebenmissionen alle nicht so prickelnd, außer eben das mit den Leichen, weil ich wissen will, wer der Gegner ist. Aber was ist? Ich kann es nicht weitermachen. Was machen wir als nächstes? Ist doof, dass ich das gerade heute durcheinander mache. Ich wollte es eigentlich alles schön geordnet machen mit den... Aber... Ich könnte weiter diese Miliztanks verfolgen, weil dann habe ich so quasi so ein Thema, was ich hier immer durchführe. Die Truppenzahlen legen nahe, dass die Hälfte der Kommandoriege erledigt wurde. Drehen wir das Spiel zu ihren Gunsten. Yay, schnappen wir uns den nächsten Panzer. Mordesschatten ist nicht schwer tatsächlich, aber ich frage mich, wie lange das noch geht, wo ich gerade bin. Weißt du wie? Mordesschatten, er hat ja noch... Ist ja noch ein ganz schönes Stück, glaube ich. Du kannst es mir ja sagen, du bist ja schon durch. Ich war ja gerade so da, wo ich die Königin quasi von ihrem bösen Geist befreit hatte. Von dem bösen Zauber. Das war ja so das Letzte, was ich, glaube ich, gemacht hatte. Weil lohnen würde es sich auf alle Fälle. Assassin's Creed Rogue muss ich auch noch durchspielen. So, den Hammer. Den schnappe ich mir gleich. Boah. Ups. Das tat weh. Bleib da, ich will dich abschießen. Oh, da kommt der nächste. Oh, den habe ich wirklich jetzt getake-outet. Heißt das? Nee, das heißt anders. Getake-down, so rum. Wupp. Und tschüss. Der ist auch hinüber, jetzt nur noch den großen. Huch, Wand. Nein! Du kriegst mich nicht, Batman! Boah, komm schon! Musst du so eine krasse Kurve fahren? Weiß ganz genau, wie gut ich das nicht kann. Vermutlich. Spricht sich schon bei den ganzen Banditen rum, dass ich nicht gut fahren kann. Hihihi, er ist nur in seinem Batmobil. Wir machen ihn fertig. Komm schon! Wieso ist denn der so weit weg?
Hä? Was soll unmöglich so schnell sein? Du Rabauke. Ich glaube, es wird immer schwerer, die zu kriegen. Was für ein Eingang? Wovon redet ihr? Alter, ich krieg hier nicht. Was ist denn hier so schnell? Bleib stehen. Kann er nicht mal irgendwo gegenfahren? Bei GTA fahren die Gegner immer irgendwo gegen. Das macht das Ganze immer einfacher. Da muss man halt eine Weile an den dranbleiben, aber irgendwann holt man die ein. Aber der ist die ganze Zeit einfach schnurstracks vor mir. Jetzt habe ich ihn gleich. Ja, hier hoch, natürlich. Ja, jetzt habe ich dich. Ja, natürlich, so siehst du aus. Oh, das war böse. So, noch zweimal treffen. Oh, oh. Ich bin zu gut für dich, verzieh dich. Ach, verschwinde. Also nein, verschwinde nicht, bleib da. So. Ich werde beschossen. Einmal noch. Jetzt hab ich dich. Bam. Hauptstory ist an sich nicht so lange, aber du musst ja die Nebensachen auch machen, um mehr Skills freizuschalten bzw. zu kaufen. Assassin's Creed mit Bandana, please. Natürlich. Gut. Oh, puh, easy. Ach Mist, jetzt kann ich nicht gleich wieder den nächsten Panzer holen, sondern muss wieder erst warten. Was haben wir noch vor uns? Riddler ist wie gesagt nur, dass ich Rätsel... 33 von 243 Rätsel gelöst. Weißt du, wie lange ich da dran sitzen werde? Kämpfst du mit mir, wenn ich deine Trophäen finde? Gut, Nigma. Ich nehme dich beim Wort. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht auswählen. Das kannst du vergessen. Da muss ich erstmal alle Typen von ihm finden. Was ist denn hier am nächsten dran? Die Bombe hier ist gar nicht weit weg. Das können wir mal machen. Da ich eh gerade im Batmobil sitze. In Riker Heights befindet sich ein Sprengsatz. Sie werden Verstärkung schicken, Sir. Viel Glück. Ich gebe mein Bestes. Was zur Hölle ist das? So. Beginne das Hacken in 3, 2, Drohnen. Jetzt kommen sie. Eine ganze Menge. Ach, scheiße. Drohnen? Die Fliegenden? Das ist gar nicht mehr, wie man kämpft, richtig, doch. Die Bombe könnte explodieren. Weiß ich wieder. Sind gar nicht so schwere Gegner. Habe ich das Gefühl. Ich hatte schon schlimmere Panzerkämpfe. Ups. Tut mir leid. Huch. Hier mal einen größeren. Ja, 20 sind machbar, glaube ich. 20 Gegner sind echt machbar. Erstmal die Großen ausschalten hier. Ich darf halt nur dieses Gebiet immer nicht verlassen, das ist doof. Drohne getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das auch Damage macht. So. Dich habe ich, noch 14 Gegner. Dich habe ich. Na, dich habe ich nicht. Das ging leider daneben. Verflucht, die Rattler wurde getroffen. Das ging wunderbar. Wunderbar. Komm, dich kriege ich auch noch. Yep, easy. Komm. Fettes Ding. Sei mal nicht so. Habe ich eigentlich noch Spiele angefangen, die ich mal zu Ende spielen müsste? Pokémon. Pokémon Uranium. Oh, Mist. Da lache ich und schon werde ich getroffen. Schlimm. Hat eine Drohne
weiß gar nicht, ob das im Stream funktionieren würde, Pokémon Uranium. Ach ja, und das war ja das, wo ich so schlecht Englisch gesprochen habe. Immer. Mittlerweile funktioniert es Gott sei Dank besser. Wie man es nimmt, ne? So. Ich habe einen Follower gekriegt gerade. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Oh, jetzt machen wir mal die die Explosion. Ich habe gerade einen Follower gekriegt, ich habe aber nichts gehört. Kann das sein? Warte mal kurz. Komm, hopp, hopp, hopp. Ich mach das schnell. Och, Mann! Ich hasse das. Jetzt habe ich's. Ich bin nicht sicher, was die Miliz mehr bedauern wird. Den Verlust der Bombe oder all dieser Panzer? So, dann haben wir mal diese Bombe hier gekriegt. Blechbüchsen, um den Job eines Killers zu erledigen. Wunderbar, dann würde ich hier erstmal quasi... Wie spät haben wir es denn? Dreiviertel. Ich denke, ich mache heute Schluss. Ja, dann sage ich hier erstmal Tschüss für das Video quasi dann. Tut mir leid, dass das so durcheinander geworden ist und nicht hintereinander weg irgendeine Missionsreihe. Das tut mir leid. Das war nicht der Plan, aber naja, wir sehen uns. So, tschüss Batman.